Jetzt, weil es gerade regnet, möchte ich noch einmal ein Stück versuchen für Herrn Dr. Kindl, Professor Danziger, aber auch für eine große Nobelisten, Damowitsch, Ludwig, Professor Dr. und was weiß ich. Weil ich gerade mitten im Regen überrascht wurde im Wald und jetzt nicht rauskam. Ich sagte, es könnten ja auf dem Erdball 50 Milliarden Menschen leben, wenn die Liebe groß wäre, die Barmherzigkeit, alle Arten der Liebe, alle Manifestationen, und so lebt nur ein Zehntel und das sehr schlecht. Also wenn die Liebe groß ist, die Barmherzigkeit, die Tapferkeit, die Tugendhaftigkeiten und fast kaum Lasterhaftigkeiten, dann ist die Sexualität eine Pracht, da kann viel großzügiger das ausgelebt werden. Dann ist die Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Lehrern und Kindern und zwischen Wachorganen und zwischen den Obhüteten überall verankert. Und das wird immer gefestigter. Und es können auf kleinem Raum mehr Menschen leben. Das ist so. Und jetzt der Spirito Santo dieses Gebets, also dieses blutige Gebet, das die Alternative darstellt. Es geht um Leben und Tod, eines Individuums, aber auch eines Volkes, das sich entscheiden muss zwischen Leben und Krieg, also und Fallen. Da geht es auch um mehrstellige Millionenbeträge, vielleicht um 150 oder 200 Millionen Menschen, die fallen können. Dann, wenn man ein Dynamic Link Programm informationstechnisch so anlegt, dass man 150.000 Beitragsleister bewerten lässt, bei solchen Thematiken, ob du bereit bist, Einsicht zu üben, den anderen zu, nicht weiterhin zu verschmähen, weil er offen bekundet, dass er sehr großen Schmerz ertragen musste. Dann kann man das zum Körper und zum Herzstück zurücklenken als Informatiker, der seine Aufgabe im Dienst des Menschen sieht und daraus ein Urteil bildet, sozusagen. Das hat ja keine Allgemeingültigkeit, ist aber repräsentierbar, verstehst du? Und deshalb schon von Belang. Jetzt, der Heilige Geist ist so angelegt, dass er in der Traumwelt vor allem wirkt, also nicht im Wachzustand. Und im Unbewussten und in der Grundlage der genetischen Reproduktion und in der Grundlage der Ausfaltung der Evolution des Hormonhaushalts, was wieder bietet die Grundlage für die Ermöglichung von wirklicher tiefer Liebe, Liebeskummer, wenn du den haben kannst, zum Beispiel, das ist eine große Gnade. Du musst dir denken, es gibt heute sehr viele Menschen, die genetisch und hormonell und durch die Körperkonstitution gar nicht mehr in der Lage sind, Liebe, Kummer zu entfachen oder Trauer, tiefe Trauer, weil sie so verriegelt in der Seele sind. Das heißt, dass die ganzen Grundbedingungen dafür gar nicht die Voraussetzung da sind, die Prädispositionen, dass diese Neigung oder diese Realität überwachen werden kann. An dieser gehobenen geistigen Ebene. Verstehst? Trauer ist eine große menschliche Leistung. Es ist eine Gnade, dass du es überhaupt erfahren kannst. Oder großen Liebeskoma. Zum Beispiel wie Romeo und Julia erfüllen konnte. Diese Beschreibung einerseits ist eine Kunst, eine großartige menschliche Leistung, aber auch das Fühlen, dass es überhaupt so weit kommen kann, dass man in Todesnot, in Bestürzung der Seele gerät, wenn man eine Jugendliebe zerstört sieht, angefeindet, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel familiäre Besitztumsstrukturen, die gierig zuschlagen, was sonst, verstehst. Aber die Qualität im Geiste, überhaupt so intensiv Liebe, Hass, Gefühle wahrzunehmen, das setzt viele gesunde Schichten voraus. Das ist ja das eigentlich des Menschseins, was
Qualität des Menschseins ausmacht. Verstehst? Denk einmal zum Beispiel an große Künstlerinnen oder Künstler, so wie Werner Fassbinder, Rainer Rilke. Denk an Heine, denk an Shakespeare, denk an Daniel Alighieri. Denk an Sophie Mutter zum Beispiel, dass die so eine hohe Qualität in der Musik entfalten kann. Da müssen sehr viele Schichten konstruktiv aufeinander genau abgestimmt und fast ins Unendgültige diese Pracht der einzelnen Ebenen widerspiegeln und aufeinander aufbauen, dass dann sowas zustande kommt. Das ist kein Zufall, verstehst du? Und ebenso ist diese Abtragung der einzelnen Schichten, die die menschliche Entfaltung, die geschöpfungsgerechte Lebensführung überhaupt ermöglichen, jedes Mal ein Schlag in diese Lichtkörper, das Schichten abtragen und das zerbröseln, verstehst? Und der Heilige Geist trägt das in einem gesamten Volk mit, verstehst? Es liegt dann im Ahnungsbereich des Volkes und schlägt hart zu. Du musst erdenken, diese Männer, die jetzt fast alle auf der Damenrad sitzen und sagen, sie probieren es seit 15 Jahren etwa gar nicht mehr, eine Dame anzusprechen. Wenn jetzt so 50 Jahre sind, bis 85 sind, jede indirekte Aussage des Tätigen oder jede Haltung des Ganges, jede Körperhaltung, so wie sie die Extremitäten bewegen, so wie sie die Körperhaltung machen beim Gehen, beim Fahren, beim Sitzen, beim sich Äußern, das prägt dann wieder die Jugendlichen. Verstehst? Und die Jugendlichen spüren dann, dass das Belastung, verstehst, erstarken, sodass sie dann sich immer wieder radikalere Gruppen die Frage stellen, aus der Ratio heraus, können wir das noch tragen, verstehst? Wenn einerseits die Schulden aus der Vergangenheit zu wirken beginnen, aber sie selbst auch, wenn sie viel konstruktiv leisten wollen und Überstunden machen, nicht einmal zum Grundlebensnotwendigen kommen, weil das über Generationen verschwemmt wurde. Zum Beispiel 7 Burschen auf ein Mädchen in einem verarmten Land. Oder eine Arbeitsstelle auf 20 Leute in einem Ghetto-Situation. Das kannst du, wenn du noch so tugendhaftig bist, nicht als einzelner Mann dann mehr gelten, verstehst? Und da fragen sich diese Menschen dann irgendwo in sich, obwohl sie es vielleicht durch die Hemmschwelle, durch die Schamgrenze nicht äußern, ja, wird das in Zukunft tragbar sein? Werden wir diese ganzen Millionen gewaltigen Menschen dann leben lassen können? Und allein dieses Andenken löst natürlich schon wieder totale Unsicherheit und ist wie ein Klirren, verstehst? Wenn man, die sprechen das ja nicht offiziell aus, aber indirekt kommt das verbal immer durch, verstehst? Es wird nicht mehr gegrüßt zwischen Jung und Alt, im Kaufhaus grüßt man nicht mehr zurück, die jungen Damen erwidern keinen Gruß mehr beim Eltern. Wenn einer dann doch einmal in die Nähe eines erotischen Gesprächs gelangen würde, würden 100 oder 200 andere alte Damen sagen, das ist ein Kinderficker. Die Missgunst und die Unsicherheit und das alles wird dann verstehst? Zu einem sehr kranken System. Heilige Geist. Du darfst nicht missachten. Leider ist jetzt, ich würde gerade zum Höhepunkt des Gesprächs kommen. Es ist die Zeit abgelaufen.